Amigo, Spiel und Freizeit rief. Und alle kamen sie. Die Stars aus den Science-Fiction- und Fantasy-Filmen. Allen voran, schon einen Tag früher, John DeLancey, der Q aus der Serie Star Trek The Next Generation. Er ist allerdings noch etwas müde nach dem langen Transatlantikflug. Plötzlich merkt er, dass etwas nicht stimmt. It's not Rotenberg. Ah, well now, this is Rotenberg. Ein Fantasy-Spielfest mitten in der historischen Umgebung von Rotenburg ob der Tauber. Besser hätte es die Firma Amigo aus Dietzenbach bei Frankfurt nicht treffen können. Schon am Freitagmittag sammeln sich die ersten Spieler auf der Wiese vor der Reichsstadthalle, um sich in die verschiedenen Listen eintragen zu lassen. Schließlich will man so bald wie möglich mit dem Spaß beginnen. Alte Freunde sieht man wieder, neue Spielgemeinschaften bilden sich. Nach und nach rücken auch die ersten Schausteller und das Standpersonal der beteiligten Firmen an. Das Schöne an dieser Spiele-Convention ist, dass die Gaststars sich mitten unter das Publikum mischen. Doch uns interessiert eine ganz andere Frage. Die stellen wir Volker Hirsch, einem der Verantwortlichen der Firma Amigo. Was ist eine Fantasy-Spiel-Convention? Fantasy-Spiel-Convention sind eigentlich drei Worte in einem. Fantasy, Fantasie, Spiele sind Spiele und Convention ist ein Treffen mit Leuten, die einfach Spaß haben und zusammenkommen. Und ja, was sind das für Leute, die hier zusammenkommen? Das sind ernsthafte Menschen, die Spaß am Spielen haben. Mhm. Und wir sind jetzt kurz vor Beginn der Veranstaltung. Wie geht's euch als Veranstalter? Wir sind natürlich wahnsinnig nervös und gespannt. Ich meine, schauen, was jetzt kommt und was an Leuten kommt. Das ist super Wetter. Ich denke, das wird ein richtiger Hammer. Ein Hammer ist zunächst die Darbietung einer tschechischen Schaustellertruppe. Hier wird mit echten Waffen gekämpft. Eine falsche Bewegung kann tödlich enden. Ha! Oh! Ah!
Ritterrüstungen sind schwer in heutzutage. Was die Profis vormachen, versuchen auch die Nachwuchskämpfer, allerdings mit Schwertern aus Latex. Auch hier geht es zur Sache. Ab und zu muss dabei ein Schwert sein Leben lassen. Dass diese Art des Rollenspiels keineswegs eine Männerdomäne ist, zeigen die Xenas aus der gleichnamigen Fernsehserie. Jeder genießt die Sonne an diesem schönen Wochenende. Die Fantasy-Spiel-Convention unterscheidet sich erheblich von anderen Veranstaltungen ähnlicher Art. Keiner ist gestresst, man hat nie das Gefühl, etwas zu verpassen. Die Schausteller veranstalten für die Gäste auch Workshops. So kann man lernen, mit einer mittelalterlichen Wurfschleuder umzugehen. Oder man versucht sich als Feuerspucker. Feuerspucken will gelernt sein. Und damit man sich nicht verbrennt, wird zunächst mit Luft und dann mit Wasser geübt. Schnell stellt man fest, es ist schwerer, als man glaubt. Nee, nicht so, genau nicht. Ja! Wer im Wasserspucken fit ist, darf es mit Pyrofluid versuchen. Aber lieber erst noch mal zuschauen. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt kommt der erste Kandidat und... Von Ausblasen war nicht die Rede. Nochmal. Zu hoch. Und wieder. Zu hoch. Jetzt. Das hat geklappt. Die nicht so guten Spucker stehen immer noch an der Wand und geben ihr Bestes. Voraussichtlich den restlichen Nachmittag. Wem allerdings das Spucken zu langweilig wird, der versuche es doch einmal mit Akrobatik. Immer mehr mittelalterliche Gestalten kommen auf den Festplatz und langsam fühlt man sich wirklich um einige Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt. Auch der Laie merkt nun, beim Fantasy-Rollenspiel dreht sich alles um diese Epoche. Das gilt auch für das Innere der Reichsstadthalle. Dort fällt dem Besucher zunächst der überdimensionale Drache am Eingang ins Auge. Die verschiedensten Firmen setzen ihre Produkte so effektiv wie möglich ins rechte Licht. Wir sind hier am Stand vom Twilight Team und sind auch Aussteller auf dem FSF und da stolz drauf. Wir präsentieren ein bisschen unser Team und sind einer von Deutschlands größten Live-Rollenspielveranstaltern. Ja, und bemühen uns mit unserem Stand so ein ganz kleines bisschen die Atmosphäre wiederzugeben, die wir auf unserer Veranstaltung rüberbringen wollen. Über 30 Aussteller tummeln sich in der Halle und bieten dem Besucher wirklich alles rund um das Thema Rollenspiel. Dazu gehören furchterregende Masken, ebenso wie Ausstellungsstücke aus Filmen und Fernsehserien. Die Fantasywelt hat eine enorme, für den Nicht-Eingeweihten fast unüberschaubare Größe. Die Palette reicht von Herr der Ringe bis zu Science-Fiction-Serien à la Star Trek. Bücher, CD-ROMs, Schallplatten, Videos und jedes nur erdenkliche Zubehör für die Spiele werden hier angeboten. Grund genug, sich in der Halle eine Weile aufzuhalten. Wer einer seltsamen Gestalt begegnet, sollte sich allerdings nicht fürchten. Es ist alles nur ein gewaltiges Spiel. Und wer keine Maske hat, nutzt die Gelegenheit, um sich zum Beispiel mit ein paar Stormtroopers aus dem Film Star Wars fotografieren zu lassen. Dieses ist allerdings manchmal schwieriger als erwartet. Sicherlich sehr interessant sind echte Ritterrüstungen und Kampfschwerter. Der Spaß ist nicht billig. Zwischen 400 und 1500 Mark muss man anlegen, um eines der edlen Stücke sein eigen nennen zu können.
Amigo hat Spieltische aus der Firmenkollektion aufgestellt und es dauert nicht lange, bis die ersten Spieler daran Platz nehmen. Zwischendrin immer wieder die Gaststars. Auch vor dem mittelalterlichen Ambiente hat der Computer nicht Halt gemacht. In einem Nebenraum finden sich die Jünger der Neuzeit an ihren Hightech-Maschinen. Mittlerweile haben auch die Gaststars ihren Jetlag ausgeschlafen und kommen zur Pressekonferenz. John Delancey, wie immer, ganz vorne. Die Konferenz findet im altehrwürdigen Schäfersaal statt. Die Stimmung ist gelöst und die anwesenden Journalisten blättern noch einmal die Fragen durch. Jeder der Gaststars hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Man sitzt da und hört sich die Ausführungen an. John Delancey berichtet über die Schauspielerei generell. Michael Shirt erzählt, wie er überhaupt zu Star Wars kam. Peter Diamond, der 70-jährige Stunt-Coordinator, hätte am liebsten gleich einen seiner Stunts vorgeführt. Die Pressekonferenz ist nicht nur informativ, sie macht auch allen viel Spaß. Mike Edmonds war einer der Ewoks in Return of the Jedi und berichtet über seine Filmrollen. Einzig Gary Gygax stammt nicht vom Film. Er ist der Erfinder des Rollenspiels. Seine Geschichten sind jedoch nicht minder interessant. Paul Blake, ein Star Wars Alien, ist froh, hier zu sein und freut sich, den Fans einmal persönlich die Hand schütteln zu können. 60 Minuten dauert die Pressekonferenz und danach haben alle Journalisten genügend Futter für ihre verschiedenen Medien. Ein paar Stunden später findet etwas Einmaliges im kleinen Kino von Rothenburg ob der Tauber statt. John Delancey, Q höchstpersönlich, spielt den Kartenabreißer bei der Vorführung von Star Trek Der erste Kontakt. Zunächst gibt der Star einige kleine Geschichten von den Dreharbeiten für seine jungen Bewunderer zum Besten. So ganz ernst nehmen diese allerdings seine Storys nicht. Mit dabei auch die Herren von Star Wars. Immer wieder zeigt sich, wie viel Spaß man haben kann, wenn sich Stars als normale Menschen entpuppen und keine Allüren an den Tag legen. Dann geht es los. Nach einer kurzen Inspektion des Kinos bittet Delancey zum Eingang. Natürlich kommt er seiner Aufgabe gewissenhaft nach und kassiert jeden Kartenabschnitt ein. Auf dem restlichen Teil ist ab und zu ein Autogramm fällig. Den Fans gefällt es und John hat seinen Spaß. I'm not in it. So, to you. Nach getaner Arbeit setzt man sich noch auf ein Bier zusammen und bespricht das weitere Vorgehen am Wochenende. So einfach ist es nicht, die vielen verschiedenen Programmpunkte unter einen Hut zu bringen. Für die anderen Besucher des Fantasy-Spielfestes geht das bunte Treiben vor der Reichsstadthalle ununterbrochen weiter. Die Gaukler zaubern immer neue Kunststücke aus ihren Hüten und begeistern die Zuschauer mit den diversesten Darbietungen. Solche Schaustellergruppen kann man mieten. Wer den Kontakt sucht, sollte auf Ritterspielfeste in seiner Gegend achten. Pro Jahr absolvieren diese Profis nicht nur so manche Veranstaltung, sondern auch ein umfangreiches Training. Deswegen, was hier so einfach aussieht, sollte vom Laien nicht nachgemacht werden. Zwischendurch ergibt sich die Gelegenheit zu einem Interview mit John Delancey. John, du warst auf vielen Star Trek Conventions. Das hier ist völlig anders. Was hältst du davon? Es ist unterhaltsamer.
Alle diese Leute mit ihren Schwertkämpfen und in ihren Verkleidungen. Es macht mehr Spaß. Es ist eher wie ein Festival. Gibt es ähnliche Dinge in den USA? Ja, es gibt sowas. Allerdings hat es nicht mit Star Trek zu tun. Normalerweise werde ich dorthin eingeladen. Wir haben Spiele-Conventions. Ich war mal auf einer, aber schau dich um. Diese Umgebung, das ist alles schon ziemlich außergewöhnlich. Das hier geht mehr in Richtung der Renaissance-Messen, die wir haben. Macht es einen Unterschied für dich zu wissen, dass diese Convention in einem Land stattfindet, wo diese Geschichte einen Teil ihres Ursprungs hat? Ja, natürlich. Schon die Tatsache, dass das alles in einer Stadt wie dieser stattfindet, wo vor nicht allzu langer Zeit die Leute noch so rumgelaufen sind, wo diese Zelte noch wirklich existiert haben. Ja, natürlich macht es einen Unterschied. Mit Alien Voices hast du klassische Science Fiction gemacht. Siehst du da eine Verbindung zu der Fantasy-Bewegung? Ja, wir kommen damit in Kontakt. Alien Voices wird erweitert in Children Voices und Classical Voices und Fantasy Voices. Ja, wir werden auch diese Dinge machen. Was ist dabei dein nächstes Projekt? Das nächste Projekt, eigentlich die nächsten drei Projekte, ist ein Spock und Q, welches bei Simon & Schuster herauskommt. Für TNT, die Turner Network-Gruppe, machen wir im Oktober eine Reihe von Geistergeschichten, auch Horror-Stories. Dann wird es noch eine Show auf dem Internet geben, ebenfalls im Oktober. Gibt es eine historische oder Fantasy-Figur, die du gerne mal in einem Film spielen würdest? Eine historische oder Fantasy-Figur, die ich gerne in einem Film spielen würde? Ja, alles, was mit Segeln zu tun hat. Segeln? Jemanden wie Captain Bligh von der Bounty? Ja, schon. Jemanden von den großen Entdeckern, die zur See gefahren sind. Das wäre fantastisch. Vielen Dank. Der Rollenspielbereich ist vielfältig. So gibt es neben den Live-Rollenspielern auch die Sammelkartenspieler und die sogenannten Tabletops. Während des Fantasy-Spielfestes verteilen sich die einzelnen Gruppen quer über die gesamte Stadt. Beim Sammelkartenspiel geht es in erster Linie um das von Amigo vertriebene Magic-Kartenspiel. Einige spielen es einfach nur so, bei anderen geht es um die Meisterschaft. Das Grundkartenspiel lässt sich fast beliebig mit Sonderkarten erweitern. Diese Spezialkarten geben dem Spieler die Gelegenheit, sich gegenüber seinem Gegner besser zu behaupten. Die Experten legen sich für jedes Spiel ein eigenes Deck zurecht. Wer es kann, hat seinen Gegner ruckzuck an die Wand gespielt. Neue Kunden fasziniert vor allem die kunstvolle Arbeit, die in all diesen Karten steckt. Auf einer Convention halten die Händler alle Sonderkarten vorrätig und jeder kann nach Herzenslust zukaufen, um seine Spielstärke zu verbessern. Also wie viele jetzt auf dem FSF, ich habe noch nicht genaue Zahlen gehört, aber es hier, also durch diese Halle in dem Magic-Bereich, gestern waren es bestimmt an die 100, 150. Heute ist es ein bisschen schwächer, weil viele auf den Karten Teammeisterschaften mitspielen. Aber hier oben im Magic-Bereich ist es eigentlich ein großer Erfolg. Viele Leute aller möglichen Gattungen, möchte ich sagen, ältere, jüngere. Ganz froh sind wir darüber, dass auch einige Frauen gekommen sind, weil da haben wir immer ein bisschen Probleme, weil es doch eher Männer sind, die hier spielen. Und und zu den anderen hier in der Stadt, das ist natürlich auch vollkommen glücklich mit der Umgebung. Und unten bei dem, anderen Stände sind und wo die Ritterspiele sind, da waren ja noch um einiges mehr Leute. Und was schätzen Sie, wie groß ist das insgesamt? Wie viele insgesamt Spiele gibt es in Welt. Deutschland oder auch in der Welt? Also jetzt zum Beispiel mal, ich möchte mal jetzt das auf das Kartenspiel, das Magic the Gathering beziehen. Wenn man bedenkt, dass Magic the Gathering das meistverkaufte Spiel der Welt ist, noch
mehr Hörerverkaufszahlen als Triple Pursuit, dann kann man sich vorstellen, dass es, also es sind ja nicht nur Leute, die jetzt hier sind, sondern es wird auch in vielen Familien gespielt, die jetzt nicht hier erscheinen. In Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, aber da es ein Spiel ist für jedermann, geht das in die Zehntausende. Geht das in die locker. Locker in die Zehntausende. Warum spielen Leute? Ich glaube, der Hauptgrund ist, also erstmal die Kommunikation, die meinetwegen bei Computerspielen und so weiter fehlt. Und dann aber auch das Strategische, dann auch das Gewinnen wollen im Grunde und das sich beweisen wollen. Das ist doch das, was vielen Leuten sehr wichtig ist im Spielen. Zurück zum Schäfersaal. Dort finden mittlerweile ebenfalls Rollenspiele statt. Hierbei geht es um Figuren, die jedem Spieler zugeordnet werden. Dem Spiel liegt eine Geschichte zugrunde, die in Büchern nachgelesen wird. Das erste Buch zu diesem Spiel wurde von Gary Gygax geschrieben. Heute gibt es über 100 Geschichten, die aufeinander abgestimmt sind und sich mit jeder neuen Version erweitern. Für den Laien ist diese Welt kaum überschaubar. Trotzdem findet man auch hier viele Neulinge und nach einer Weile stellen diese fest, so schwierig ist es gar nicht. Man muss nicht gleich alles wissen. Ein solches Rollenspiel macht schon Spaß, wenn man nur seinen eigenen kleinen Teil kennt und sich danach verhält. Ganz anders die Profis. Sie spielen in einigen Sälen des nahegelegenen Hotels. Hier geht es um die deutsche Meisterschaft. Konzentriert sitzen sie an ihren Tischen und brüten über den besten Strategien. Dem Gewinner winkt neben einer Anerkennung auch ein wertvoller Pokal. Alle diese Veranstaltungen werden von Amigo finanziert. Die Spieler vermerken dies positiv, können sie doch ihre Leidenschaft einmal vor großer Kulisse in der Gemeinschaft ausleben. Der nächste Bereich, den diese Convention abdeckt, sind die Tabletops. Wir haben vorher gesagt, dass wir die andere Reiter kämpfen, nicht wie die Kentauren hier zu helfen. Hier wird auf einem nachgebauten Schlachtfeld mit Zinnfiguren gespielt. Alles wird vom Spielleiter überwacht, er kontrolliert die Würfe und erläutert die Strategien. Auch bei dieser Version des Rollenspiels steht das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund. Hier in Rothenburg ob der Tauber wird deutlich, dass es in Deutschland eine Menge junger Menschen gibt, die nicht auf den Computer angewiesen sind, um fantasievoll zu spielen. Am Ende steht der Pokal. Er ist das Ziel aller Anstrengungen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg für die Spieler. Du mischst die Farbe hier ab, auf so einem Kunststoffteil oder auf einem Teller oder was, dass die Farbe nicht austrocknet. Auf das Papier zieht das Wasser weg. Am Rande der Spiele finden sich die Figurenkünstler. Peinlich genau müssen die Figuren bemalt sein, um wertvoll zu werden. Eine bemalte Zinnfigur, die heutzutage auch schon aus Plastik zu haben ist, kostet nicht selten 60 Mark und mehr. Für Einzelstücke sind deutlich höhere Preise zu erzielen. Eine der großen Attraktionen ist das Live-Rollenspiel der Firma Düsterbrook. In der Nähe von Rothenburg, an einem kleinen Fluss, ist die historische Zeltstadt aufgebaut. Was hier stattfindet, ist alles Teil eines großen, genau geplanten Spieles. Mit diesen Methoden hätte dieser Mann gerne Wegzoll. Mit welchem Recht? Ich will gar keinen Wegzoll mit solchen Methoden. Mit welchem Recht? Ich wollte Ihnen nur demonstrieren, wie man das eintritt. Wir versuchen es gerade. Dann versucht es. Ihr wisst sicherlich, wen ihr vor euch habt. Ich weiß es. Legt euch nicht mit einer mächtigen Familie an. Ich gebe euch den Tipp. Nun, denn ihr wisst, wir sind auch eine Familie. Ja, ich weiß. Aber ihr. Ich verkaufe doch keine Kleider. Trotzdem. Denn wir wollen es doch nicht auf einen Vergleich herauskommen lassen. Oder wollen wir das? Das Verhältnis war doch bis jetzt immer richtig. Nun, habt ihr wohl recht. Ich wollte nur demonstrieren, wie das funktioniert. Aber macht das bitte nicht mit einem wilden Oberhaupt vor der Öffentlichkeit. Das trifft sich nicht so gut. Wenn ich das mit eurem wilden Oberhaupt machen würde, würdet ihr Probleme bekommen. Aber ich bin bereit, das nochmal zu vergessen. Die Mitspieler kommen in ihren Kostümen und jeder verhält sich gemäß der ihm zuerkannten Rolle. Diese Rollen erweitern sich mit der Zeit und mit der Anzahl der Spiele, an denen man teilgenommen hat.
Da ist natürlich eine Menge Spaß dabei. Und gerade die Ernsthaftigkeit der Spieler in ihren Rollen ist es, was diesen Spaß erzeugt. Für Außenstehende ist es fast wie in einem historischen Film. Plötzlich findet man neben einem der Zelte einen Troll. Die Aufwendigkeit seines Latexkostümes ist beeindruckend. Was ist mit ihm los? Die Spielleitung. Ja, ist ein bisschen müde. Die Spielleitung. Müde oder betrunken? Schläft. Der wacht aber bald wieder auf. Der arme Troll wird von den anderen Spielern mit Tennisbällen und sonstigen Gummiwerkzeugen so lange traktiert, bis er das Weite sucht. Natürlich nur im Spiel. Wenn es Abend wird, kommt der Höhepunkt des Wochenendes. Die Spiele in der Dunkelheit. Die Gemeinschaft versammelt sich in der Mitte der Zeltstadt und die Spielleiter überwachen die Entwicklung der Szenerie. Dabei wird es so manchem ganz mystisch zumute. Sogar John Delancey hat sich hergetraut und ist fasziniert. Man muss allerdings festhalten, das hier hat nichts mit schwarzen Messen zu tun. Es ist Teil eines Planes und am Montag gehen alle diese Menschen nach einem Wochenende voller Spaß wieder ihrer Arbeit nach. Bis dahin ist es aber noch ein wenig Zeit. Zeit für Spiel. Am nächsten Morgen die Ernüchterung. Der Zauber des Abends ist vorbei, das Spiel nicht. Auch wenn nicht mehr alle in ihren Kostümen herumlaufen. Erst einmal ist ein kräftiges Frühstück angesagt, denn die meisten der Spieler haben die Nacht durchgemacht. Wir treffen eine besonders seltsame Gestalt und bekamen sogar ein Interview. Was ist das, was du jetzt darstellst? Ja, hauptsächlich in der Sprache der Echsen wird die Rasse Serpentes genannt. Mhm. Ansonsten für die Menschlichen ist es einfach ein Echsenwesen.
Was haben die Echsenwesen Besonderes? Als erstes würde ich sagen, Schuppen gegenüber den anderen, welche auch als Rüstung dienen kann. Das heißt, ihr braucht keine Rüstungen, keine Schwere. Man sollte vielleicht noch eine verwenden, da es ansonsten einige Probleme bringen könnte, sollten irgendwelche schwer gerüsteten Feinde mir gegenüberstehen. Ansonsten, für das Hauptsächlichste reicht es. Okay, dann danke ich euch. Langsam geht das Live-Rollenspiel zu Ende. Die ersten Spieler beginnen damit, ihre Sachen zusammenzupacken, denn auf viele wartet noch eine lange Heimreise. Zurück auf den Festplatz vor der Reichsstadthalle. Dort haben sich die Gaststars eingefunden, um Autogramme zu geben. Am gesamten Wochenende wurden über 3000 Besucher gezählt, eine Menge Arbeit für die Gäste aus USA und England. Doch auch dieses Ereignis findet in entspannter Atmosphäre statt. Für jeden Fan ist Zeit, ein paar Worte mit seinem Star zu wechseln. Signiert wird alles, ob alte Filmdosen, T-Shirts oder Fotos. Jedes Stück wird auf den Tisch gelegt und mit einem Namenszug versehen. Claudia Christian. Claudia Christian. Normally 24, but today, because this is the last before the new book comes out, then it's being reprinted. Only 15, and it is. I don't think so. Ah. Ein weiterer wichtiger Programmpunkt einer Convention sind die Q&A, die Fragen und Antworten. Jeder Fan kann den Schauspielern Fragen stellen, die diese manchmal ernst und zuweilen scherzhaft beantworten. Gibt es etwas, was ihr wissen wollt? Ich sage euch alles. Ihr solltet mir nicht alles glauben, aber ich erzähle euch alles, was ihr wollt. Na, irgendwelche Fragen? Was mit dem Sohn von Q ist? Naja, ich weiß nicht. Ich habe lange keine Star Trek-Arbeit mehr gemacht. Habt ihr den Sohn von Q gesehen? Ja, in Voyager und auf der World Tour. Ja, also er ist mein richtiger Sohn, mein eigener Sohn. Aber ich glaube nicht, dass er noch weitere Dinge machen wird. Können Sie uns irgendwelche lustigen Geschichten erzählen über die Dreharbeiten? Lustige Geschichten über die Dreharbeiten zur Serie? Ich habe keine lustigen Geschichten zu erzählen. Nur sehr tragische Geschichten. Über die Szene, in der Sie mit Patrick Stewart im Bett liegen. Er wollte das machen. Das war überhaupt nicht meine Idee. Und er schnarcht. Dann wird noch ein Essen mit Q verlost. Und John Delancey greift tief in die Lostrommel. Christina Weiler. Nach der Fotosession trifft man sich im Restaurant, um dort mit dem Star an einem Tisch zu sitzen. Wieder einmal hat die Firma Amigo etwas sehr Besonderes zur Wirklichkeit gemacht. Normalerweise gibt es für einen Fan keine Möglichkeit, einen Abend mit seinem Star zu verbringen. Hier kann man nun den Menschen John Delancey einmal ganz persönlich erleben. Für alle Gewinner ein unvergessliches Erlebnis.
Im Kino geht es weiter mit einer Stuntshow von Peter Diamond. Der Profi verrät den Zuschauern seine Tricks von Star Wars. Zunächst geht es um das Verprügeln von Schurken im Film. Ich nehme also das Skript von Star Wars und sehe, dass Chewbacca so einen Stuntman schlägt. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist euren Kopf schnell, aber doch sicher zur Seite und wieder zurück zu bewegen. Fertig, los. Gut, wenn du deine Augen schließt, dann mach das nicht komplett, nur fast und mach so. Richtig. Ja, wunderbar. Sehr gut. Okay, ihr seid die Kameraleute und ihr die Geräuschemacher für den Film. Ich bin hier. Wegen des Kamerawinkels verpasse ich ihn um so viel, was auch sehr wichtig ist. Nein, nein, keine Sorge. Fertig? Ja? Alle herschauen? Wunderbar. Und jetzt. So machen wir Kämpfe. Also es tut nicht weh, ne? Jetzt machen wir das Gleiche. Nur mit Schauspielerei. Das fehlte noch bisher. Nichts verändern. So machen wir Funken bei Schwertkämpfen. Einfach eine Autobatterie anklemmen, eine Musik dazu und es ist fertig. Was man nicht machen kann, ist die Schwerter zusammenhalten. Sie würden verschmelzen. Also immer aneinander reiben. Ja, man hat ganz einfach ein Kabel durch die Kleidung geführt. Und ich gehe zu Chris Lambert hin. Naja, und so funktioniert das halt. Das ist die ganze Wahrheit. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich könnte die ganze Zeit erzählen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank. Man sagte mir, es wird furchtbar. Möchtest du trotzdem drin sein? Ich sagte, ja, was soll ich machen? Er sagte, du sollst einen Alien spielen. Kannst du das? Ich sagte, klar. Wen muss ich treffen? Da ist ein Typ namens George Lucas, sagte er. Den musst du sehen. Also am nächsten Tag bin ich dann in eines der Studios gegangen, in denen Star Wars gedreht wurde. Es war die Halle, in denen der Vorderteil des Millennium Falcon stand. Die Version mit der Rampe. Aber es war nichts hinten dran. Dann sah ich den Kerl in der anderen Ecke der Halle. Sonst war niemand da. Er war der Einzige. Also bin ich rübergegangen und dachte mir, fragst ihn einfach mal. Und ich sagte, hi, mein Name ist Paul Blake. Er antwortete, hi, ich bin George Lucas. Ah, Sie sind der Regisseur. Was wollen Sie, dass ich spiele? Ja, er sagte, können Sie einen Alien spielen? Ich sagte, klar, aber wie soll ich ihn spielen? Wie wollen Sie ihn sehen? Er dachte einen Moment nach und sagte dann, ach, machen Sie es einfach so wie in den Filmen. Und das war's dann. Am nächsten Tag bekam ich den Job und zwei Wochen später stand ich mit grünem Kopf da. Ich wusste nie etwas über Star Wars. Zu der Zeit arbeitete ich in einer Firma namens Philips. Eine holländische Firma. Und da habe ich als Service-Ingenieur gearbeitet. Ich hatte nichts mit Film zu tun. Ich las eine Zeitungsanzeige an der Filmfirma, die suchten kleine Leute für einen Film. Und ich bewarb mich. Natürlich habe ich das niemandem erzählt, auch meinen Eltern nicht. Ich bin also zu diesen Vorstellungsgesprächen hingegangen und bekam schließlich den Job für meinen ersten Film.
Da habe ich 3 Wochen gearbeitet und direkt danach kam mein Agent auf mich zu und erzählte mir von Das Imperium schlägt zurück. Da bin ich erstmal zu meiner Firma gegangen und habe gesagt, hey, ich bin ein Filmstar jetzt. Die sagten, Mike, du musst dich entscheiden. Entweder du arbeitest für uns oder für den Film. Wir können dich nicht ständig freistellen. So dachte ich mir, das ist eine Gelegenheit. Besser als wenn ich immer die gleiche Arbeit mache. Und ich habe schließlich zugesagt und die Chance ergriffen. Nun bin ich hier und rede zu euch. So kam das alles. Mein Agent rief mich an und sagte, Sie machen eine Fortsetzung von diesem Film, der gerade sehr erfolgreich war. Wir wissen beide, wie das mit Fortsetzungen ist. Sie sind nie so gut wie das Original. Aber da gibt es diese Rolle und sie passt genau zwischen 2 andere Engagements. Und Irene macht das Casting. Ich dachte, das ist gut. Irene hat nie schlechte Rollen für mich gehabt. Also man schickte mir das Skript, ich las es und sagte mir, ja, ein schöner Tod. So kam ich zu meiner Rolle. Ich sprach mit Robert Duvall und er sagte nach der Arbeit, ja, ich gehe jetzt nach USA zurück, was machst du? Ich sagte, keine Ahnung, ich habe noch nichts Direktes. Da gibt es nur diesen Film namens Star Wars. Ich kenne da keinen, aber ich weiß, sie wollen Schwertkämpfe haben. Robert sagte, ich kenne da einen. George Lucas ist ein Freund von mir. Er nahm das Telefon, rief das Büro an und sagte, George, mit diesem Mann solltest du reden. So kam ich zu Star Wars. Ich war an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Schon bald nach den Frage- und Antwort-Sessions stehen die Stars wieder für Fotos im Garten zur Verfügung. Jetzt haben wir so viel vom Film gehört, da darf ein Blick hinter die Kulissen nicht fehlen. Axel Loh dreht hier gerade die Eingangsbilder für dieses Video. Wichtig ist es, immer mit der Kamera am Ort des Geschehens zu sein. Zuweilen ist das nicht einfach, weil viele Dinge gleichzeitig passieren. Und dann gilt es unter Aufbietung aller akrobatischen Fähigkeiten, die perfekten Bilder einzufangen. Diese Idee hier war leider nur als Idee gut. Als fertiges Bild taugt es wenig. Aber das ist normal. Ein Teil des gedrehten Materials geht eben daneben. Outtakes nennt man das. Dabei gibt es hin und wieder auch richtig lustige. Zum Beispiel, wenn der Wind in die Mikros pfeift. Die Kollegen vom Sender diskutieren noch eine Weile, bevor sie die Motive drehen. Auch nicht schlecht, aber langweilig. Diskutiert wird auch bei der Convention-Organisation. Schließlich liegt hier der Grund für die gelungenen Abläufe der Veranstaltung. Okay. Ich habe 2 Meter, ich schieße die 5 durch. Okay. Was für Chaos da heißt? Ich habe 2 hier, die können das kurz berichten. Die stehen da vorne am Rest. Ja, wahrscheinlich sind nur Spielrunden, die nicht stattfinden. Waren die? Über 9, ne? Aber auch hinter den Kulissen hat man seinen Spaß. Nein! Go away! Immer wieder müssen die Computer hoch und runter gefahren werden. Die Tücken liegen im Detail. Und dann auch noch die Sonderwünsche der Gaststars, auf die man natürlich eingeht. Also schaut man auf den Plan. Hey, du weißt doch, wo der Gary ist, oder? Ich habe nur gehört, dass er irgendwo von irgendwem abgeschüttet wird. Du musst mal da rum. Während John Delancey etwas sucht, machen wir ein Interview. Hallo und willkommen auf dieser Convention. Was ich gerne wissen würde, wie seht ihr die Entwicklung des Fantasy-Films von den 80ern bis heute? Die Entwicklung des Fantasy-Films von den 80er Jahren bis heute? Ich will ehrlich sein. Obwohl ich in jedem Science-Fiction-Film mitgespielt habe, den es gibt, going right back to Space 1999 and so on.
Ich bin kein direkter Science-Fiction-Fan, wobei ich das Wort Fan sowieso nicht mag, weil es für fanatisch steht. Schätzen finde ich besser. Ich finde, man kann Science-Fiction, Fantasy oder was auch immer im selben Licht sehen wie Thriller, Film Noir oder Comedies. Solange sie gut sind, werden sie besser. Ja, ich denke auch. Vor allem in technischer Hinsicht hat das Genre enorm zugelegt. Wenn man sich zum Beispiel Starship Troopers ansieht, der wirklich fantastisch gemacht ist, das kombiniert, was Michael gerade sagte. Eine gute Geschichte, sehr gut erzählt und die technischen Teile fügen sich perfekt ein, auch zusammen mit dem Schauspiel. Manchmal klappt das nicht, weil man schlechtes Schauspiel und schlechte technische Effekte bekommt, aber als ganzes Genre hat die verbesserte Technik vieles zur Verbesserung der Filme beigetragen. Alles ist heute möglich. Du kannst alles darstellen, es gibt keine Grenzen mehr. Aber trotzdem meine ich, Filme, die nur auf Technik beruhen, zum Beispiel Titanic, bringen es überhaupt nicht. Der Film war so offensichtlich technisch bearbeitet, die Effekte standen über allem und jeder war sich dessen bewusst. Die Szenen waren zum Teil richtig, naja, wie soll ich sagen, sie waren nicht menschlich. Stimmt, da war kein Herz. Ich glaube, da liegt die größte Gefahr. Wenn man zum Beispiel Planet 9 from Outer Space ansieht. Ein fürchterlicher Film, aber er hatte so viel Herz. Selbst als sie auf dem halben Weg einen der Schauspieler austauschen mussten, wegen des Todes des ersten Schauspielers, das hatte so viel Herz, obwohl der viel größer war. Man hatte sogar für eine Szene eine Ochsenzunge gekauft, damit sie dem Schauspieler aus dem Mund kommt. Grausam, aber trotzdem wunderbar. Warum glaubt ihr, ist Star Wars auf einer solchen Fantasy-Convention so erfolgreich? Ich glaube, wegen seiner Ehrlichkeit. Das kommt rüber im allerersten Star-Wars-Film. Die Ehrlichkeit der Charaktere. Und natürlich, dass schließlich Gut über Böse siegt. Das ist die menschliche Natur und hat schon immer so stattgefunden. Und in den Filmen, es gibt nichts Besseres als eine gute Geschichte gut erzählt. Star Wars ist ein Paradebeispiel dafür. Nur wenige Filme haben das seither geschafft. Da gibt es noch etwas, was die anderen nicht erwähnt haben. Die Schauspielerei. Ganz abgesehen von meinem wunderbaren Tod. Harrison, Carrie und Mark, diese drei, sie waren super. Von welchem Moment an konnte man absehen, dass Star Wars ein Erfolg werden würde? War das während der Dreharbeiten zu merken? Nein, sicher nicht während des Filmens. Man weiß das nie genau, bis der Film draußen ist, ob es ein Erfolg oder ein Flop ist. Wir kannten ja auch nicht alle Szenen. Ich habe meinen Teil gespielt und das war's. Man kann das nicht wissen, während man an einem Film arbeitet. So, was ist der Zauber von Star Wars? Oh, das ist schwer zu beantworten, weil es eine größere Frage ist. Du fragst, was ist der Zauber hinter Singing in the Rain, hinter Oklahoma? Was ist der Zauber von allen Filmen, die einer Menge Menschen viel bedeutet haben? Ich glaube, diese Frage solltest du lieber das Publikum fragen, nicht uns. Was war der Zauber für dich? Verschiedene Menschen kommen da mit ganz unterschiedlichen Antworten. Ich bin im Inneren ein Romantiker und Abenteurer. Ich glaube, dass viele Filme heutzutage zu gewalttätig und zu drogenorientiert sind. Star Wars wandte sich an die Familie. Und ich glaube, wenn es wieder mehr Filme für die Familie gäbe, wären wir alle besser dran. Ja, ich glaube auch, dass es da einen extra Schritt gibt, den Star Wars gemacht hat. Ich sehe keine andere Gruppe von Filmen, die eine derartige Hysterie hervorgebracht hat. Ich weiß, es ist das falsche Wort, aber ich glaube, es beschreibt am besten das, was ich meine. Ich glaube auch, dass man ein bisschen Kredit an George Lucas zahlen sollte und ihn hier mit einbeziehen sollte. Er hat das alles vorausgesehen, das ganze Ding, bis heute.
Es ist sicher, seine Einschätzung der ersten drei Filme war fantastisch. Was man sonst auch immer über George Lucas sagen will, er hat das unglaublich vorhergesehen. Es ist alles gesagt, was soll ich noch sagen? Vielen Dank. Sich in die Nesseln zu setzen, ist etwas anderes, als hier auf dem Fantasy-Spielfest in einen Scherbenhaufen zu treten. Immer wieder überraschen die Schausteller das Publikum. Wenn man auch vielleicht herausbekommt, wie dieser Trick funktioniert, ein Nachahmungsversuch sollte in jedem Falle unterbleiben. Nach einer solchen Übung hat sich der Gaukler erst einmal lang gemacht. Was dabei dann herauskommt, ist hier zu sehen. Man steht zwar über den Dingen, es gibt aber trotzdem ein paar Schwierigkeiten. Insbesondere wenn Zeltschnüre gespannt sind. Für Rollenspieler bietet sich im Rahmen dieser Convention noch eine weitere besondere Gelegenheit. Wer das Glück hat, einen der begehrten Plätze am Tisch von Altmeister Gary Gygax zu ergattern, hat im wahrsten Sinne des Wortes gute Karten. Mit ihm zu spielen, ist für viele die Erfüllung eines Traumes. So ist die Fantasy-Welt. Und manchmal wird ein Traum auch wahr. Dabei ist ein solches Spiel für den Erfinder der Rollenspiele nicht etwa Arbeit. Vielmehr hat er genauso viel Spaß wie seine jugendlichen Mitspieler. Und wer weiß, vielleicht kommt ihm dabei ja auch eine Idee für ein neues Rollenspiel. Das könnte man dann auf der nächsten Fantasy Convention mit ihm spielen. So rinnen die Stunden dahin, bis auch dieser Tag zu Ende geht. Draußen auf dem Rasen treffen wir dann noch einen alten Bekannten, Volker Hirsch. Von Amigo. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Sag mal, es ist jetzt offensichtlich vorbei. Wie war's denn? Super, also spitze Stimmung, ganz klasse gelaufen. Waren wahnsinnig viele Leute hier und wirklich eine klasse Atmosphäre, die wir hier einfach hatten. Und mit den Spielern? Waren die auch zufrieden? Die Spieler waren super zufrieden, haben klasse Feedback bekommen. Jede Menge Fans, die gesagt haben, das hat noch gefehlt, einfach hier in Deutschland und auch viele, viele neue Spiele. Also absolut Wahnsinn, wirklich Leute, die noch nie was mit zu tun hatten, sind jetzt gerade auch da wieder eingestiegen mit so Sachen. Okay, und jetzt ruhst du dich erstmal aus vom Stress. Jo, das gut, kannst du so sagen. Dann will ich nicht weiter stören, schlaf weiter. Danke. Diese Bilder waren natürlich getürkt. In Wirklichkeit ist Volker Hirsch mitten im Geschehen und organisiert mit seinen Mitarbeitern das Ende des Fantasy-Spielfestes. Das ist vielleicht nicht mal eine halbe Palette. Also den Bus kannst du relativ weit vollladen. Ich meine, hast du hinten kannst du... Ja, eben. Wir haben ja die Sachen zur Scheune gefahren und der war ja zweilagig mit Kartons voll. Wenn der Frank die Hälfte weg hat, ist noch eine Lage Kartons drin. Kannst du alle Tische locker noch mit reinnehmen. Der Bus kann die Tische und die Magic-Karten komplett hochfahren. Und gleich zwei Tische fahren. Ja, dann laden wir den wieder aus dem Bus. Nee, das ist die Frage. Das ist ja der Punkt. Alles will jetzt gut geplant sein. Das gilt auch für die Händler, die einen vollen Erfolg an ihren Ständen verbuchen konnten. Der Umsatz der über 30 Stände kann sich sehen lassen. Er geht in den sechsstelligen Bereich. Ebenso viel Geld hat auch Amigo Spiel und Freizeit ausgegeben, um den Spielern und Fans dieses Ereignis bieten zu können. Mit Sicherheit wird das Fantasy-Spielfest auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Dann will man noch mehr als die heutigen 3000 Gäste begeistern. Bis dahin hat man ein Jahr Zeit, neue Spiele zu planen und zu vermarkten, neue Attraktionen ausfindig zu machen und vielleicht eine noch spektakulärere Kulisse für das Fest zu finden. Immerhin
wird es dann ein Jahrtausendfest.